Warum haben Sie denn ein Fotoapparat auf dem Weihnachtsmarkt dabei? Warum braucht man das? Hier waren wir eben in so einem Shop für geschnitzte Sachen und so weiter. Und ich habe einiges fotografiert. Und dann haben wir vorhin Glühwein getrunken. Die Tassen, die gefallen mir auch sehr gut. Die habe ich auch fotografiert. Und alles, was so vor die Linse kommt und für mich schön und interessant ist. Ich mag Krippen und da waren also wunderschöne Krippen drin und so weiter. Mit sehr viel Akribie geschnitzt und also ganz fantastisch. Sie haben auch eine Krippe zu Hause? Ja, eine Krippe, die wir vor 55 Jahren, als wir geheiratet haben, gekauft haben. Und was bedeutet Ihnen diese Krippe? Gehört zur weihnachtlichen Stimmung und Atmosphäre dazu. Ne? Dann vielen lieben Dank. Sie trinken ja einen Glühwein. Warum sind Sie heute hier, um Glühwein zu trinken? Ich bin nicht hier, um Glühwein zu trinken, sondern es ist mein Abschluss für meinen Einkauf, den ich hier gemacht habe auf dem Weihnachtsmarkt. Was haben Sie denn eingekauft? Für meine Enkel was eingekauft. Und das darf man nicht verraten? Doch, Teddybären, die hören und sehen das ja nicht. Wie wichtig ist es Ihnen denn, an Weihnachten Geschenke zu haben für die Lieben, für die Enkelkinder, für die Kinder? Für die? Es ist mir immer wichtig, jemandem eine Freude zu machen und an Weihnachten natürlich besonders. Aber mir fällt auch sonst was immer ein. Und wie wichtig ist es Ihnen, selber Geschenke zu bekommen? Nicht so, mir ist wichtiger, jemandem was zu schenken. Was ist denn das Schöne am Schenken? Dass sich andere freuen. Und freue mich da auch schon drauf, wenn sie dann strahlen und ihre Päckle aufmachen. Die kriegen einen Nikolaus und die kriegen natürlich auch an Weihnachten was. Und dafür war ich jetzt unterwegs gewesen. Super, dann noch ein gutes Genießen. Dankeschön. Ich bringe gerade gebrannte Mandeln. Machen Sie das jedes Jahr? Ja, ist mein Hauptberuf, seit 40 Jahren. Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Wir fangen an mit dem Fasching in Stuttgart und hören auf mit dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Und für Sie persönlich gehören die gebrannten Mandeln zur Adventszeit dazu und zu Weihnachten? Selbstverständlich. Muss ja. Warum? Was gefällt Ihnen am besten? Der Zimtgeruch. Wenn die Leute vorbeilaufen und sagen, oh, das riecht nach Weihnachten, eindeutig. Und bei Ihnen an Weihnachten zu Hause gibt es dann auch gebrannte Mandeln? Ganz ehrlich, nein. Vielen Dank, super.